Ja, hallo, grüß euch. Willkommen auf meinem Kanal. Wir nähern uns dem Saisonfinale bei den Tomaten. Das wird es dann nächste Woche geben. Die Woche habe ich nochmal ganz schöne Fleischtomaten für euch abgelichtet. Unter anderem dabei die letzte geerntete Tomate aus dem Gewächshaus. Eine kleine Frucht der Sorte Bustakolosch. Die können ja über ein Kilo schwer werden. Die Sorten werde ich vorstellen. Und noch schöne andere Fleischtomaten. Und wie gesagt, nächste Woche gibt es dann das große Saisonfinale mit allen Sorten, die ich bis jetzt noch nicht vorgestellt habe. Also bleibt dran, es zahlt sich aus. Jetzt wird es gigantisch. Wie jedes Jahr habe ich hier im Eck im Gewächshaus die Sorte Bustakolosch gepflanzt. Die Sorte stammt trotz ihres ungarischen Namens aus Siebenbürgen in Rumänien, genau gesagt aus der Stadt Cluj. Das heißt auf Ungarisch Kolosch, daher also dieser Name. Und dort lebt eben eine ungarische Gemeinde, die wahrscheinlich diese Sorte von Ungarn dorthin mitgenommen hat. Die Sorte, die produziert ja unglaublich große Früchte. 500 bis 1000 Gramm sind möglich. Meine schwerste Tomate hat ein gutes Kilo erreicht. Und auch heuer schaut es wieder ganz gut aus. Ein Kilo habe ich heuer nicht drauf hängen, aber 600-700 Gramm sind da wieder drauf und es hängen nicht nur einzelne große Früchte drauf, sondern jede Menge. Unglaublich, wie produktiv auch diese Sorte ist. Es ist völlig egal, wie lange man die Sorte hängen lässt. Die Früchte werden nie mehlig, bleiben also immer saftig. Für was verwendet man diese Riesentomaten? Naja, man kann sie natürlich einkochen, da macht ein Sugo nicht viel Arbeit. 3-4 Früchte runterschneiden und schon hat man eine passable Menge an Tomaten zusammen, um eine schöne Soße zu kochen. Man kann sie auch frisch essen, Tomatensalat, da braucht man auch noch ernten und schon hat man eine Mahlzeit für eine ganze Familie. Wir bauen sie einfach jedes Jahr an, sie trägt verlässlich viele große Früchte. Der Geschmack ist jedes Jahr ausgezeichnet. Für wirklich große Früchte würde ich euch heute einen geschützten Standort empfehlen. Ich habe es heuer auch im Freiland gepflanzt und auch dort sind die Früchte 500 bis 700 Gramm schwer geworden. Also sie funktioniert auch im Freiland. Allerdings müssen dann die Bedingungen wirklich gut sein. Bei mir steht sie da ist sie am Standort unterhalb vom Haus an der Mauer gestanden und hat wirklich gut getragen. Eine unserer Lieblingssorten mit riesigen Früchten, Bustakolosch. Hier habe ich einen Favoriten aus dem Vorjahr. Orange, Orang-Utan. Eigentlich hätte ich ja gar nicht geglaubt, dass ich da noch was zeigen kann. Die Pflanzen ist einfach nicht weitergewachsen, so wie alle Pflanzen da in dem Eck da, in diesem Terrassengarten. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat, aber wir haben jetzt Ende September. Und jetzt habe ich schöne Früchte drauf. Die Pflanzen schauen auch noch sehr fit aus. Da gibt es Nachbarpflanzen, die gar nicht mehr so gut ausschauen. Es ist ja eine robuste Sorte. Also fragt es mich nicht, warum die nicht gewachsen ist am Anfang der Saison. Aber jetzt ist sie da. Jetzt sind schöne Früchte zum Ernten. Und da bin ich auch froh, weil es ist einfach einer der Favoriten aus dem Vorjahr gewesen. Mit einem unglaublich fruchtigen, perfekt ausbalancierten Geschmack. Die Herkunft dieser Sorte ist nicht genau bekannt. Wahrscheinlich handelt es sich um eine russische Sorte. Der Name Orange Orangutan, der ist ja natürlich perfekt gewählt für eine Sorte, die orange ist. Die ist aber nicht nur orange, sondern hat auch gelbe bis rote Stellen. Eine klassische Bicolor-Sorte also. Und wenn man die aufschneidet, dann sieht man diese tolle Färbung auch im Inneren. Eine wunderschöne Tomate. Letztes Jahr habe ich sie ja hauptsächlich angebaut wegen dem tollen Namen. Da hat sie super zum Motto gepasst. Aber wenn dann eine Sorte mit einem lustigen Namen auch noch gut schmeckt, dann muss ich sie immer wieder anbauen. Und das ist mittlerweile eine unserer Lieblingssorten. Umso mehr freue ich mich, dass ich da jetzt Ende der Saison doch noch was ernten kann und auch wieder in den Genuss dieser tollen Früchte kommen kann. Wie gesagt, die Sorten ist ja robust,
Vielleicht kommt ja noch ein bisschen was nach, wenn die Saison weiter gut läuft vom Wetter. Eine tolle Sorte mit einem lustigen Namen, Orange Orang-Utan. Hier ist eine historische Tomatensorte. Fritz Ackermann heißt sie, mit so schönen rosa Früchten mit einem Fruchtgewicht von 300 bis 500 Gramm. Die Sorte ist wenig bekannt. Dem Namen nach stammt sie aus Deutschland und sie wird auch in den USA als deutsche Sorte beschrieben. Möglicherweise ist sie nach dem Züchter benannt oder nach einem deutschen Emigranten, der diese Sorte in die USA eingeführt hat. Die Geschichte ist ein bisschen verworren, aber die Früchte dieser Sorte, die sind es keineswegs. Eine tolle Frucht ist es, mit einem tollen, klassischen, süß-sauren Tomatengeschmack, tolles Tomatenaroma. Die rosa Fleischtomaten, das sind ja fast meine Lieblingssorten. Die haben einfach meiner Meinung nach das beste Aroma und so ist auch die Fritz Ackermann da sehr gut. Die Pflanzen, die haben irgendwie seltsam geformte Kartoffelblätter, das ist irgendwie so leicht gezackt, auch eine Eigenart dieser Sorte. Die Reifedauer, die ist relativ lange, gute 80 Tage dauert es. Das heißt, der Anbau im Freiland ist nur bedingt geeignet. Ihr wisst ja, dass ich trotzdem alles im Freiland anbaue und bei guten Bedingungen, dann reifen auch genug Früchte aus. Eine historische Tomatensorte mit einer interessanten Geschichte, Fritz Ackermann. Hier ist eine seltene Sorte aus Argentinien. Perón Sprayless heißt sie. Die wurde vom Professor Abelardo Piovano 1951 an der Nationalen Universität in Argentinien entwickelt. Und sie heißt deshalb Sprayless, weil sie praktisch ohne Pestizidsprays einen gesunden Fruchtertrag in Argentinien hervorbringt. Die haben ja doch ein bisschen anders Klima, wahrscheinlich eher feuchter. Und die ist einfach dort so gut gewachsen, dass sie ihm den Beinamen Sprayless bekommen hat. Auch bei uns sind die Pflanzen robust. Der Regen hat zwar jetzt die unteren Blätter ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen, die habe ich jetzt dann alle entfernt. Im oberen Bereich schauen sie aber noch gut aus. Die Produktivität ist auch sehr zufriedenstellend. Es hängen da schöne rote Früchte dran und nicht so wenig. Das Gewicht, das liegt so bei 100 bis 250 Gramm. Der Geschmack ist süß mit einer relativ starken, aber finde ich, einer köstlich erfrischenden Säurenote. Einfach im Sommer, wenn man es eh vielleicht, wenn man Durst hat, dann isst man vielleicht eher so eine Tomate mit dieser Säure. Da wird der Durst schnell gelöscht. Für einen Salat ist das natürlich auch ideal. Nachdem sie aus Argentinien stammt, ist die Sorte natürlich an dieses dortige Klima gut angepasst, an dieses tropische Klima, vor allem das feuchte Wetter. Und ich glaube, das ist ja eine Eigenschaft, die auch bei uns sehr viel wert ist, wenn es mal regnet, dass die Pflanzen dann nicht sofort aufgeben. Also eine robuste Sorte aus Argentinien, Perón Sprayless. Hier habe ich die berühmte Ananas oder Pineapple, eine Sorte aus den USA. Ich habe es jetzt einmal im Freiland angebaut, wollte einmal ausprobieren, ob das auch im Freiland funktioniert. Da sagt man ja, dass sie eigentlich unbedingt einen geschützten Standort braucht. Sie tragt ganz gut, aber was man natürlich sofort sieht, dass die Früchte nicht ganz so groß sind wie im Gewächshaus. Dafür hat sie mehr Früchte produziert, aber die sind natürlich dann alle kleiner. Die Ananas, das ist ja eine historische Sorte. Sie stammt aus Kentucky in den USA und wurde in den 1950er Jahren von Gleckler und Seedman eingeführt. An sich sind es kräftige Pflanzen, können so 1,5 bis 1,7 Meter hoch werden. Der Geschmack, der ist ja unvergleichlich süß, fruchtig,
Das ist ja der Grund, warum die Sorte schon von so vielen angebaut wurde. An sich habe ich es ja nicht im Programm gehabt, aber dann hat mir die Monika eine Pflanze geschickt und natürlich baue ich es dann schon an. Aber wie gesagt, ich wollte es ja dann einmal im Freiland testen. Ich denke, es funktioniert. Mit der Einschränkung halt, dass die Früchte nicht ganz so groß sind wie im Gewächshaus. Ich würde euch empfehlen, sie trotzdem an einem geschützten Standort anzubauen. Ich baue ja ganz gern die Kreuzungen mit der Ananas an. Da gibt es ja ganz tolle Kreuzungsprodukte. Da habe ich ja schon einige im Shop gehabt und auch schon einige vorgestellt. Und jetzt heuer mal wirklich das Original wieder im Anbau. Ananas oder Pineapple aus den USA. Hier habe ich eine rote Fleischtomate aus Kroatien. Herzegovac heißt sie. Es ist ein altes Erbstück und wird schon seit Generationen in der Ortschaft Herzegovac in Kroatien angebaut. Der Ort, der liegt im Norden des Landes in einer bergigen Gegend. Die Früchte, die haben jetzt eine variable Form, manche leichte Herzform, flachrund, eine leichte Rippung. Da ist also nie auf einheitliche Fruchtform selektiert worden. Da hat immer nur der Geschmack gezählt und Geschmack ist das Stichwort. Da steckt so viel gutes, altes Tomatenaroma in diesen Früchten. Einfach perfekt. Bisschen leidet jetzt die Pflanze da an dem Standort unterhalb von der Mauer. Da hat sie jetzt einige Trockenschäden, darum habe ich auch die ganzen Blätter entfernt. Und auch die Witterung hat jetzt den Früchten nicht so gefallen, darum sind da einige verschorft. Aber das zählt ja nicht, es zählen ja die inneren Werte. Und da steckt eben dieses tolle Tomatenaroma drinnen. Leider ist die Sorte nicht mehr sehr weit verbreitet. Das ist sehr schade, weil solche Sorten dürfen ja nicht verschwinden. Darum hoffe ich, dass sie jetzt auch von vielen anderen noch angebaut wird. Es ist einfach eine festfleischige Sorte. Gut für einen Tomatensalat, für Soße oder auch mal auf den Griller werfen. Eine Ölumsorte aus Kroatien. Herzegovac. Hier ist die Sorte Wild Thyme Green When Ripe, also eine Sorte, die auf grün abreift. In dem Fall ist es dann so ein schöner, ockergrüner Ton. Es ist eine weitere Sorte aus dieser Wild Thyme Familie von Bill Jeffers. Er hat ja Samen von einer Dame erhalten, deren Spitzname Wild Thyme ist. Und er hat sie ja dann weitergezüchtet und daraus mehrere Ableger gemacht. Und das ist ja wirklich eine schöne große Fleischtomate. Wenn man die aufschneidet, dann sieht man, dass die ein hellgrünes Fruchtfleisch hat mit so einer leichten rosa Marmorierung. Schaut ganz toll aus. Der Geschmack, der ist außergewöhnlich. So richtiger komplexe Aromen stecken da in der Tomate. Süß mit einem Hauch von Säure. Das haben ja die grünen Sorten oft, dass sie so erfrischend schmecken. Und auch diese Wild Thyme Green When Ripe, die hat genau dieses erfrischende Aroma, eine leichte Säure, eine Süße, ganz was Eigenes. Aber da muss jeder mal selbst eine grüne Sorte ausprobieren und mal selbst dieses Aroma schmecken. Viele haben ja Angst vor grünen Sorten, ich weiß halt nicht wieso. Bei der ist es ja eigentlich ganz leicht zu erkennen, wann sie reif sind. Da verändert sich einfach die Farbe im Vergleich zu anderen Sorten doch sehr stark. Also probiert vielleicht einmal diese Sorte aus, wenn ihr mal eine grüne ausprobieren wollt. Sie zählt sicher zu den besten grünen Sorten. Die Sorte Wild Thyme Green When Ripe. Hier ist eine weitere rosa Fleischtomate. Wild Thyme Pink ist es. Eine Züchtung von Bill Jeffers. Ursprünglich hat er Samen von einer Janet Abrahamson aus Kalifornien bekommen, deren Spitzname lautet Wild Thyme. Er hat von ihr eine F3-Generation geschickt bekommen und hat die dann weiter gezüchtet.
Die Sorte hat sich weiter aufgespalten in mehrere Farbvarianten und eine davon ist eben diese rosa Sorte. Und die hat sich dann nach der Züchterin, also nach der ursprünglichen Züchterin, der Wild Thyme, den Spitznamen von ihr, Wild Thyme Pink genannt. Das ist eine ganz eine tolle rosa Sorte. Fruchtgewicht liegt so bei 200 bis 400 mit einem ganz komplexen Tomatengeschmack. Süße, Säure, Würze. Für mich wieder mal perfekt. Die anderen Sorten aus der Wild Thyme Serie, die da nebenan angebaut haben, die haben übrigens Kartoffellaub und die Pink hat normales Laub. Auch immer faszinierend, dass das nach der Selektion immer noch aufspalten kann, dass dann wieder Kartoffellaub entsteht oder wieder normales Laub, je nachdem, welche Sorten man halt eingekreuzt hat. Wild Thyme Pink, das war einer unserer Favoriten aus dem Vorjahr. Vom Geschmack her kommt sich der Nile Butter Pink ganz nahe. Da schenken sie die beiden Sorten nichts. Ganz eine tolle Sorte mit einem tollen Geschmack. Wild Thyme Pink aus den USA. Schaut euch diese tollen, schönen Früchte an. Das ist eine Sorte aus Kasachstan vom Meisterzüchter Vitali Grenadivich Alefirov. Seine Sorte Almatinsky Tricolore, also eine dreifärbige Fleischtomate. Grün, rosa, bronze bis brauntöne Santor vertreten. Und diese Formen, die spiegeln sich auch im Inneren wieder, wenn man die Früchte aufschneidet. Eine ganz schöne Sorte ist es, aber sie schaut nicht nur gut aus, sie schmeckt auch ganz vorzüglich. Ist eine ganz eine süße Fleischtomate, hat einen intensiven Honigton, ein Honigaroma, habe ich so eigentlich bei keiner anderen Sorte noch erlebt. Leider ist die eigentlich ganz wenig nur verbreitet, aber vielleicht ändert sich das ja nun, wenn es einige von euch in meinen Videos sehen, wenn ich es euch vorstelle und es kommen einige auf den Geschmack. Ich denke mal, diese Sorte ist es auf jeden Fall wert, dass man es ausprobiert. Auch als Andenken an den Vitali, er ist ja leider schon verstorben. Er hat so viele tolle Sorten gezüchtet. Es ist ja nur eine seiner tollen Sorten. Ich habe ja heuer mehrere von ihm im Anbau. Könnt ihr auch gerne im Shop einmal schauen. Es gibt ja die Möglichkeit, auch den Züchtern zu filtern und da sind einige Sorten von ihm vertreten. Eine tolle Sorte aus Kasachstan, Almatinsky Tricolore. Hier stehe ich bei der Fleischtomate von der Tante Katica. Tomacha Teta Katica, also die Haussorte von der Tante Katica. Es ist ihre Familiensorte. Sie hat sie schon seit Jahrzehnten angebaut. 2021 hat sie ihren 90. Geburtstag gefeiert und baut immer noch ihre Tomate an. Es ist ja eine tolle rote Fleischtomate. Die wurde nie auf Gleichförmigkeit der Früchte selektiert. Es wurde immer nur noch Geschmack ausgewählt. Darum sieht man, dass da an der Pflanze variable Fruchtformen sind. Flachrunde, ovale, leicht herzförmige, alles ist vorhanden, aber alle haben den klassischen Tomatengeschmack drinnen. Ein ausgewogenes Zucker-Säure-Verhältnis, einfach perfekt. Die Sorte ist einfach eine Allzweck-Tomate. Man kann sie frisch essen, man kann sie auch grillen, man kann sie in Salat reinschneiden und natürlich auch zu Soße verarbeiten. Es sind ja so schöne Früchte, so 300 bis 700 Gramm wiegen die durchschnittlich, bis zu einem Kilogramm sind möglich und die Pflanzen ist auch sehr wüchsig und produktiv noch dazu. Wir haben sie jetzt seit mehreren Jahren im Anbau und sie hat einen Stammplatz bei uns im Garten, auch damit sie weiter verbreitet werden kann, damit die ganze Welt die Haussorte von der Tante Katica anbauen kann. Sie hat ja mittlerweile auch schon nach Russland durchgeschlagen. Ich habe sie schon in russischen Samenshops gesehen. Also wird sie schon, es wird schon einen Grund haben, dass sie jetzt mittlerweile überall angeboten wird. Es ist einfach eine tolle
Sorte. Rote Fleischtomate, Tante Katitzer, das passt gut zusammen. Die sollte jeder mal ausprobiert haben. Ich bin mir sicher, keiner von euch wird enttäuscht sein, wenn er die einmal im Garten anbaut. Die Haussorte von der Tante Katitzer, Tomacha Teta Katitzer.